So wird es in die Datenbank eingetragen. Flexibler Schichtplaner und Dienstplaner in Excel VBA. In diesem Programm wird alles über eine Eingabemaske eingegeben. Die Eingabemaske wird auf dem Arbeitsblatt Maske über die Schaltfläche Maske aktiviert. Ein Tätigkeitskürzel wird nur eingetragen bzw. entfernt, wenn 5 Koordinaten ausgewählt sind: Monat, Datum oder Woche, Abteilung, Mitarbeiter und Arbeitsplatz. Einträge erfolgen für den ausgewählten Tag oder für die gesamte ausgewählte Woche. Auf der erscheinende blaue Schaltfläche steht der ausgewählte Zeitabschnitt. Erfolgt die Eintragung für die ganze Woche, dann erfolgt die Eintragung von Montag bis Freitag, für Samstag und Sonntag erfolgt die Eintragung nicht wochenweise, für diese Tage sollte jeweils für einen Tag eingetragen werden. Wenn Tätigkeit ausgewählt ist, wird Abkürzung, Code von der Tätigkeit eingetragen, wenn Tätigkeit nicht ausgewählt ist, zuvor eingetragenen Daten werden gelöscht. Jede Abkürzung, Code sollte wie gewünscht formatiert sein. Die Abkürzung, Code wird nachher nur mit der Formatierung übertragen. Eingetragen wird in 3 Konten, Abteilung unterstrich ausgewählter Mitarbeiter, Arbeitsplatz und ausgewählte Abteilung. Das Konto
Abteilung unterstrich ausgewählter Mitarbeiter enthält nur Daten für den ausgewählten Mitarbeiter. An einem Arbeitsplatz können nur 20 Mitarbeiter eingetragen werden. Das Konto Arbeitsplatz enthält nur Daten über eingetragene Mitarbeiter. Das Konto ausgewählte Abteilung enthält Daten über alle Mitarbeiter, welche im Tabellenblatt Legende für die Abteilung eingetragen sind. Ein kleines Beispiel. In Woche 40 sind für Anlage 1 ein Maschinenführer, ein Maschinenbediener und ein Verpacker für die Nachtschicht vorgesehen. Die ersten und zweiten Maschinenführern, Maschinenbedienern und Verpacker sind bereits für die Früh- und Spätschicht eingeplant. Für die Nachtschicht sind daher weitere Maschinenführer, Maschinenbediener und Verpacker angemeldet. Woche 40 beginnt am 30. September und endet am 4. Oktober. Daher wird der 30. September als ein Tag und der Rest der Woche im Oktober als eine Woche eingetragen wird.
Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.